Enttäuschte Gesichter, die Sensation erneut verpasst. Der Jubel im Kohl Sport Center blieb auf Seiten des Ostmeisters aus. Die Damen des BHC wurden nicht mit dem Einzug in die Endrunde der deutschen Hallenhockeymeisterschaft belohnt. Im Viertelfinale unterlag das Team von Stan Huismann gegen den Nordligisten Havestehuder THC mit 1:4. Nachdem die Damen vom Berliner Hockey Club als Tabellenführer die Hallensaison mit 10 Siegen in 10 Spielen beendeten, wollten sie erneut die Siegesserie fortsetzen. Und das ausgerechnet gegen den starken Havestehuder THC. Obviously we wanted to win this match, that was from the beginning on in the season, that was the goal. Das Quäntchen Glück war von Beginn an auf Seiten der Damen des HTHC. Bereits nach wenigen Minuten schoss Laura Sänger den Führungstreffer für die Gäste. Danach hatten es die Hamburgerinnen schwer, am Berliner Tor vorbeizukommen. Alle Blicke waren auf die junge Torhüterin vom BHC gerichtet. Anna Kilian verteidigte bis zur Pause das Tor exzellent. Denn nicht umsonst gehört sie zu den besten Torhüterinnen der Liga und ist die klare Nummer 1 im Berliner Tor. Letzte Woche konnte sie mit der Nationalmannschaft ihre Leistung bei der Europameisterschaft in Minsk unter Beweis stellen. Das Team belegte den 4. Platz. Haben direkt viel auch aufs Tor geschossen, kriegen dann blöderweise eine Ecke gegen und machen unsere 2 Ecken, die wir haben, nicht. Nach der Pause starteten die Berlinerinnen verschlafen in die Partie. Der HTHC nutzte diese Gelegenheit innerhalb kürzester Zeit gleich doppelt und erhöhte auf 3:0 für die Gäste. Kilian hatte keine Chance, dies zu verhindern. Auch dem Berliner Hockeyclub gelang es endlich wieder, die starken Gegner in Schach zu halten. Top-Torjägerin Marlin Stiebitz verwandelte eine Strafecke und erzielte demzufolge den ersten Treffer für die Gastgeberin. Die Fans waren völlig aus dem Häuschen. In den Schlussminuten setzten die Damen vom BHC auf eine Feldspielerin mehr. Derweil musste Kilian auf der Bank sitzen und instinktiv mit ihrem Team auf die Anschlusstreffer hoffen. Diese blieben leider aus. Somit entschieden die Hanseatinnen das Match mit 4:1 für sich und das Ticket für das Final Four in Stuttgart war gelöst. Während der Traum der Berlinerin nach 2016 erneut platzte. Man hätte sich ja schon über einen Sieg gefreut. Also einfach nur enttäuscht und müde. Stan Huismann zieht aus dem Spiel eine Bilanz. It's about details and then yeah, the Ecke is a very, very important detail in Hockey, in Halle Hockey. And yeah, that was not good from us today. Für die Damen des Berliner Hockeyclubs ist jetzt erstmal eine Pause angesagt. Das Ziel bis zur Rückrunde lautet natürlich, verletzungsfrei durch die spielfreie Zeit kommen und neue Kräfte tanken, um im April gegen die Zehlendorfer Wespen stark auf das Feld zurückzukehren.